Liebe Kriegerinnen, liebe Krieger, wertes Team Recap, Kapitel 25, mir ist gerade eingefallen vom Militär eine kleine Information, die lautet Bewegung, Farbe, Form. Das Erste, was das Raubtier Mensch wahrnimmt, ist die Bewegung. Wir sind Jäger. Das Zweite, was das Raubtier Mensch wahrnimmt, ist die Farbe. Und das Dritte, was wir wahrnehmen, ist die Form in dieser Reihenfolge. Gut, das wollte ich nur schnell sagen. In diesem Video geht es um die Erreichbarkeit. Was bedeutet die Erreichbarkeit? Wenn ich darüber rede, dann ist es in etwa so, wie wenn der Blinde vom Farbfernsehen berichtet. Ich gebe sehr offen zu, dass ich punkto Erreichbarkeit noch immer selber ein Lehrling bin. Also noch immer keine großartigen Fortschritte gemacht habe. Die Erreichbarkeit ist eines der Hauptprobleme unserer modernen Gesellschaft. Seit der Einführung des Handys ist jeder, jede zu jeder Tages- und Nachtzeit für jeden erreichbar, kontrollierbar, überwachbar. Da beginnt es einmal. Der Jäger erlegt seine Beute an deren Gewohnheiten. Das heißt, wenn der Löwe weiß, dass die Gazelle um ziemlich genau 6 Uhr in der Früh beim Wasserloch trinkt, dann genügt es, wenn er sich um 5.50 Uhr auf die Lauer legt. Und genauso ist es bei uns Menschen. Magische Wesen haben keine festen Gewohnheiten. Magische Wesen sind frei und das ist der riesengroße Unterschied. Die Erreichbarkeit hängt natürlich damit zusammen, dass man Familie hat, dass man Freundeskreis hat, dass man Bekannte hat und wie schon eingangs erwähnt, dass man immer schön brav abhebt, wenn irgendjemand anruft. Das ist das Spiel der Erreichbarkeit. Das Ziel für uns Kriegerinnen und Krieger ist, dass wir nicht mehr erreichbar sind. Und ich gebe wirklich offen zu, das ist saumäßig schwer. Das Nicht-Erreichbar-Sein ist unendlich schwer. Das ist nämlich die zweite Ausgabe zum Thema Erreichbarkeit, weil beim ersten Video hat sinnigerweise jemand angerufen. Ich habe das Video schön brav beendet und habe beim Telefon abgehoben. Das heißt, nicht genügend. Glatte Themenverfehlung. Und darin liegt das Problem und das ist ein gigantisches Problem. Das System schaltet derzeit auf Totalüberwachung um. Es gibt schon sehr konstruktive Vorschläge, dass wir nur noch mit App am sozialen Leben teilnehmen dürfen. Das heißt, wenn jemand nicht die korrekte Corona-App auf seinem Satans-Phone hochgeladen hat, kann er nicht mehr einkaufen. Aber was ist mit Leuten wie mir, die gar kein Satans-Phone haben? Ich bin gezwungen, diesen Scheißdreck zu kaufen. Ich will diesen Mist aber nicht haben. Ich will diesen Scheißdreck nicht haben, wo man die Batterie nicht ausbauen kann, wo ich nicht abschalten kann, welches rund um die Uhr alle Daten immer weiterleitet, was ich sage. Ich weiß nicht, welche Detektoren in diesem Teufelsgerät drinnen stecken. Ich kann mich gut erinnern, wie mir der Mike gezeigt hat. Er hat eine App gefunden, wie sein Satans-Phone den Elektrosmog anzeigen kann. Okay, ein Gerät, das den Elektrosmog anzeigt, also ein Messgerät, ist das nicht spannend? Wir haben es überprüft. Wir haben die Energiesparlampe eingeschaltet und bang, Gerät hat sofort ausgeschlagen. Das heißt, sie wissen ganz genau, ob wir auch nur schön brav bestrahlt werden oder nicht. Das ist mächtig, das ist interessant. Und hier wird das Thema Erreichbarkeit zur Hürde. Korrekterweise sollten wir alle Menschen, die uns gut kennen, verlassen. Die Familie, die Freunde, die Bekannten. Niemand soll mehr genau wissen, was du tust. Dein Tun, dein Handeln ist ein Mysterium. Und niemand kennt dich mehr genau. Und selbst du bist dir selbst ein Mysterium. Du schaffst um dich herum einen Nebel und niemand weiß, was du tust,
womit du dein Geld verdienst. Alle haben keine Ahnung. Und dann hast du das Thema Unerreichbarkeit erreicht. Und das ist ein Stück schweres Arbeit. Alles Liebe, euer Astrowolf. Ende.